Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails. Heute werde ich mit Diamond Star beim Goldblatt-Championat mitmachen. Ich rechne mir hier keine großen Chancen aus, da ich da nicht wirklich gut drin bin. Aber wenn man ein Championat nicht reitet, dann kann man auch nicht besser darin werden. Von daher dachte ich mir, mache ich hier heute nochmal mit, so ein bisschen, ja quasi regelrecht außer Konkurrenz. Lass uns einfach mal überraschen. Manchmal läuft es ja tatsächlich besser, wenn man mit nicht allzu hohen Erwartungen in das Ganze reingeht. So, mein Charakter wieder unterwegs mit 45 auf Reiten, 24 auf Pflege, 36 auf Befehl, Diamond Star ist schon ganz ungeduldig und 22 auf Springen. Diamond Star wiederum hat 27 auf Stärke, 25 auf Disziplin, 28 auf Geschwindigkeit, 17 auf Ausdauer und 21 auf Agilität. So, wollen wir doch mal gucken, wie es läuft und ab dafür. So, und auf geht's mit dem Championat. Ich weiß ja nun mittlerweile, wo die Abkürzungen so grob sind. Geritten bekomme ich sie in aller Regel trotz allem nicht. Aber gut. Verflixt hätte ich direkt nach links rumgemusst. Dann hätte ich da einiges abkürzen können. Das muss ich irgendwie mal noch wieder hinbekommen. Ich habe das ab und an hinbekommen, aber das ist schon wieder lange her. So. Ja, das muss ich da unten mal noch besser hinbekommen. Hier oben habe ich es jetzt auch gerade verkackt. Aber whatever. Wie gesagt, ich kann das Champi halt absolut nicht. Ich habe hier tatsächlich ein paar Mal wirklich gute Platzierungen erritten. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo ich noch deutlich häufiger Championate geritten bin. Es gab wirklich mal einen Zeitpunkt, wo ich auf die Uhr geguckt habe und kein einziges Championat verpasst habe. Ich habe wirklich jedes Championat mitgemacht. Klar, natürlich gingen nicht alle, weil die sich ja doch teilweise zeitlich überschneiden. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich habe halt zu jeder möglichen Uhrzeit habe ich halt immer eins gemacht. Und da war ich dann natürlich entsprechend auch deutlich besser in den Championaten, weil ich die Übung hatte. Die fehlt mir jetzt definitiv und jetzt habe ich halt wirklich Probleme bei den Championaten, die ein bisschen tricky zu reiten sind, wo man ein bisschen, ja, wo ein paar Abkürzungen drin sind, die man eben nicht mal eben so auf einer Arschbacke wegreitet, hätte ich fast gesagt. Eigentlich habe ich es selbst gesagt, aber naja. Und, ja. Jo, nein, oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Ich dachte echt, jetzt lande ich im Wasser. Und dann war es das. Aber es hat noch funktioniert. Ich konnte mich sogar noch wieder bis Platz 5 vorschieben. Dafür, dass ich doch am Anfang ziemlich gefailt habe, ist das noch wieder ganz gut. Was mir aber eben auch zeigt, dass tatsächlich nicht nur ich die Probleme mit dem Championat habe, sondern durchaus auch andere, die hier mitreiten. Das beruhigt mich schon mal wieder ein kleines bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt dachte ich gerade ganz kurz, dadurch, dass ich am Stall an dem Zaun hängen geblieben bin, rutsche ich an der Fahne vorbei, aber es hat funktioniert. Ich bin jetzt noch mit Platz 5 ins Ziel gekommen. Es ist okay. Also es könnte definitiv deutlich schlimmer sein. Wie gesagt, vor allen Dingen, wenn man denn bedenkt, dass ich am Anfang die Abkürzung nicht bekommen habe und dann doch einen ziemlich weiten Weg außen rum reiten musste. Und dann eben auch noch bei dem zweiten Heuballen mich da etwas vergaloppiert habe, sage ich jetzt mal. Dafür kann ich mich jetzt eigentlich wirklich nicht unbedingt beschweren. Und mir fällt wieder einmal auf, wie wunderschön der schwarze Lipizzaner ist. Wenn ich sie doch nur lieber reiten würde, Champi. So. Dabei waren Fiona Blue Blanket, Alexis Moonstream, Holly Steel Girl, Sophie Flowersong, Dina Starsong, Anne Dragonberg, Lorraine Snowdew, Emmy Sea River, Denise McComb, Tove vielleicht, Catgirl. Dann reihe ich mich ein, Melanie Understreet und ganz besonders herzliche Glückwünsche an Platz 3, Tiara Riverchild, Platz 2, Anouk Yellow Hurricane und Platz 1, die Grace Goldforce. Das war's von den Wins and Fails für heute. Morgen kommt dann die Postfolge und die News. Ich tippe mal auf die ersten Weihnachtsquests, aber lassen wir uns überraschen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!